So, hier sind wir wieder auf unserem TV-Table bei den German, beim German Tour-Finale. Und diesmal haben wir ein besonderes Match für euch. Ein Forderungsmatch, ein sogenanntes Money Game. Aber wir wissen nicht, um was es geht. Und es darf, soll auch nicht verraten werden. Irgendwas zwischen einem und unendlich vielen Euronen oder so. Und mit mir in der Kommentatoren-Lounge ist, der gestern schon sich großer Beliebtheit erfreut hat, der kleine Ricardo. Hallo Ricardo. Hi Ralf. So, wir haben jetzt ein Match also zwischen Efren Race, ist übrigens 10 Ball, Race zu 9 eingeblendet, aber es ist eigentlich 9 Ball. Wir spielen 9 Ball, Race to 9. Und wer ist dein Favorit? Kennst du eigentlich beide oder nur einen? Ich kenne nur einen und das ist der Efren Race. Genau, jeder auf der Welt kennt Efren Race. Aber ich kann dir verraten, Tobias Heuss ist ebenfalls ein super Spieler, einer der besten, auch in Deutschland. Kommt aus Bayern. Wo genau, weiß ich gar nicht, ob es jetzt München ist oder Fürstenfeldbruck oder keine Ahnung. Er spielt in, ich bekomme gerade von meiner Soufflöse zugeflüstert, dass er in Straubing erste Bundesliga spielt und dass er, ja, beim WSV Pfaffenhofen trainiert. Was täte ich nur ohne meine Soufflöse? Weißt du, was eine Soufflöse ist? Nein. Nein? Das gibt's im Theater. Wenn ein Schauspieler seinen Text vergessen hat, dann sitzt da jemand ganz versteckt, den keiner sieht und flüstert vor, was er sagen soll. Das ist vorteilhaft. Das ist vorteilhaft, genau. So, 4, dann für die 5. In Angesicht dessen, dass wir hier den Magier selbst am Tisch haben, dürfte das 1-0 fast nur noch reine Formsache sein, oder? Auf jeden Fall. Auf dem Nachbartisch sehen wir auch ein interessantes Match hier. Normales Vorrundenmatch zwischen Toni Drago und Ralf Fontanier. Und wie es so ist, bei Efren Race muss man nicht viel kommentieren, oder? Ich meine, es erklärt sich fast alles von alleine, was er da so macht am Tisch, oder? Ja, ich denke auch. Viele wissen schon genug über ihn. Wer Billard spielt, kennt ihn eigentlich und weiß, dass er wirklich der Magier ist. Ja, genau. Eins zu null in unserem Match auf 9 Gewinnspiele und wahrscheinlich machen wir auch wie im Turnier Winner Break. Das heißt, der Gewinner bleibt auch so lange am Tisch, bis er tatsächlich einen Fehler oder mit einem Save aussteigt. Mit was steigst du meistens aus? In 9 Ball meistens mit einem Save oder manchmal auch, wenn ich die Kugel verziehe, weil sie schwer lag und ein Save schwer möglich ist. Wie alt bist du nochmal? 10 Jahre. 10 Jahre. Mein lieber Mann. Ja. Mit 10 Jahren habe ich noch kein Billard gespielt. Ich habe erst mit 17 angefangen. Aber dafür habe ich Efren Race das erste Mal. Wann bin ich ihm zum ersten Mal begegnet? Ich glaube 1991 in Las Vegas bei den McDermott Masters. Und McDermott ist ja auch jetzt ein Sponsor, sehe ich auch hier von unserem großen Turnier. Damals gab es das McDermott Masters jedes Jahr, auch in Vegas. Und ja, da habe ich auch schon ein Match gegen ihn bestritten und hat mit 13-6 oder 13-7 auch den kürzeren gezogen. Ob die 4 an der 5? Nee, geht nicht vorbei. Also spielt er wahrscheinlich die Kombi, ne? Mhm. Und drüben am Nachbartisch hat Toni Drago wieder im Schnelldurchgang 5-0 ein Match gewonnen. Magst du Toni Drago, wenn er spielt? Ja, auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall gut. Hat ja auch Moscone Cup, glaube ich, schon mitgespielt, oder? Ja, mitgespielt und gewonnen, ja. In Malta sogar, in seiner Heimat. Und er gilt wohl als der schnellste Spieler so auf der Billard-Tour an sich. Ja. Der Tornado.
So, jetzt hat das mit der Position auf die 4. Bei der Kombination ist das schwer. Nicht ganz geklappt. Wir sind gespannt. Dein Banker? Nein, ganz dünn hat er probiert. Hast du gesehen, wie dünn er die getroffen hat? Mhm. Wahnsinn. Ja, und jetzt sehen wir zum ersten Mal Tobi an der Platte. Und wie ich schon sagte, er gehört auch zu den Guten hier. Und das heißt, das ist jetzt kein sicheres Match für Efren. Er ist sicherlich der Favorit. Aber sicher ist die Kiste noch nicht. Okay. Von der Position nicht immer ganz perfekt gelaufen, aber jeden Ball gelöst da. Und hat er mich gefragt, er hat ein ganz neues Leder auf dem Oberteil, weiß gar nicht, jetzt Mist, ausgerechnet mit einem neuen Leder auf dem Köhler, dass er sich noch nicht gewöhnt hat, so ein Match zu bestreiten, ist natürlich ungünstig. Ich habe ihm gesagt, er soll so tun, wie wenn es ganz normal ist. Ich denke, gegen Efren wird es auch nicht ganz billig. Im K60 haben die Minimum 100 Euro gespielt. Okay, es wird nicht ganz billig, genau. Ganz billig wird das hier mit Sicherheit nicht sein. Auch wenn wir es nicht verraten dürfen. Eins beim Break. Gehört zu den Standardkugeln beim Break. Die ist so zu 30% dabei. Hm? So von 3 von 10 Breaks ist die 1 dabei. Und die 2, die liegt verdammt weit weg. Also, ich glaube nicht, dass ich die auch. Wer trifft die? Hm? Wer geht überhaupt an? Oder würde man ein Safe spielen? Tobi spielt ein Safe. Und ich finde, es ist interessant, gegen Efren Race Safe zu spielen. Weißt du warum? Weil er fast jeden Ball über Bande trifft. Man bekommt Gelegenheit, wirklich atemberaubende Kugeln zu sehen, atemberaubende Stöße, ja. Deswegen gerne safe legen, weil da kriegt man echt was zu sehen manchmal. Zum Beispiel so einen tollen Resave. Guck mal. Ist das nicht toll, das so im Gefühl zu haben, dass sie genau da liegen bleibt? Aber das wird eher eine zähflüssige Partie. Wo siehst du denn das Problem hier? Jetzt abgesehen davon, wo er jetzt gerade drin steckt, auf die 2. Die 5 und die 7 liegen beieinander. Ja, genau. Das heißt, was auch immer mit der 2, 3, 4 passiert, das Problem. Richtig interessant oder entschieden wird die Partie bei der 5. Wollen mal sehen, was der Magier wieder, was für eine Lösung der Magier hier das Problem hat. Also 2, 3, bei der 3 hätte er das erste Mal Gelegenheit, vielleicht die 2 ein wenig zu lösen, die da beieinander liegen. Hm? Nein, sofort, mit Ball in Hand. Oder? Er wollte schon auf die 3 perfekt legen und hätte auch nur den kleinsten Winkel auf der einen oder anderen Seite gehabt, dann hätte er sie direkt lösen können und vielleicht kann er es noch. Ja. Hat er hier genug Winkel vielleicht? Sieht eher nicht so aus und wenn dann mit Stoppballqualität sehr hart, müsste man die dann reinhauen. Das wäre allerdings. Oder bei der 5 den Banker spielen, aber das ist riskant. Da liegt die 7, glaube ich, ein bisschen zu nah dran. Wer weiß, welche er zuerst berührt. Das heißt, wenn er sie auf die Seite jetzt legt, jetzt könnte er sie ganz sicher natürlich zuerst treffen und vielleicht ein Cut-Banker spielen. So. Ja, er hat es versucht, mit der Option, wenn sie zu kurz kommt, liegt sie sicher hinter
Da hinten und die 9 da oben. Gefährlich ist jetzt natürlich, wenn er Vorbande auf die 1 spielt, hat er gleichzeitig die Möglichkeit, die 9 zu machen, nicht wahr? Sei es aus Versehen oder mit voller Absicht. Du meinst die 5, du hast gesagt 1, glaube ich, oder? Ja. Wenn er mit Vorbande auf die 1 spielt. Das ist die 5 oder 4 oder was das ist, gell? Von der Farbe her schwer zu identifizieren, immer auf dem Tisch. Ich schau mal nach. Das ist die 5. Stimmt, sieht auf dem Bildschirm. Hat er ja Mitte gespielt. Ja, sieht auf dem Bildschirm, sieht es nicht wirklich wie die 5 aus, oder? Nicht wirklich. Jetzt schon eher. Mhm. Ja, ansonsten habe ich ihn natürlich schon öfter gesehen. Ich war auch dabei, wie er diesen berühmten, kennst du seinen berühmtesten Stoß, den er in einem Finale mal gespielt hat? Wie sah der aus? Auf YouTube. Es war aus einem Safe heraus, hat er über 2 Zickzack-Vorbanden eine Kugel versenkt. Ja, gegen also Earl, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Das gegen Earl Strickland war das. Ja. 1991 oder 92 in Reno bei den Sands Regency. Und da war ich auch vor Ort und hab das gesehen. Das war schon spektakulär. Mhm. Und letzt auch den guten Stoß in Pinneberg mit der 10 ja. gegen die Bande, gegen die Weiße und ins Mittelloch. Genau. Oh, 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 oh. Hoi. Safe oder Banker? Das Safe, dann muss man die Weiße da an die lange Bande legen und die 9 auch an die lange Bande, würde ich sagen. Oder den Banker. Bei ihm weiß man halt nicht, weil er kann solche Banker auch. Und da weiß ich nie, was er machen würde. Ich würde dann Safe legen. Ja, und du? Ich glaube, mit Inneneffekt kann er noch sehr schönen Banker spielen, aber ich glaube, den setzt er nicht an. Doch, da ist er. Leider zu kurz. Das einzig Positive ist, so wie er ihn hat spielen können, dass er auf jeden Fall die Weiße da unten halten kann und dem Gegner maximal einen sehr langen Ball hinterlässt. Das heißt, das ist jetzt ein echter Tester für Tobi. Da ist jetzt Druck, ne? Stell dir vor, 2-1 führen oder 2-1 hinten. Wow. Macht er. Und da siehst du, der Tobi ist auch nicht schlecht, ne? Nee. Ist auch ein ganz netter. Den stelle ich dir nachher mal vor, wenn wir hier vorbei sind. Wo wir doch von den McDermott Masters gesprochen haben, da ist die Werbung. Da ist gerade die Werbeeinblendung. McDermott Handcrafted Cues, erhältlich bei Billard Beckmann und Made in the USA. Ja, das ist ein gutes Resultat. Er hat die 1 wieder beim Break erwischt und, was das Wichtigste ist, dass alles offen ist ohne Probleme. Eigentlich. Und, dass er die 2 direkt vor der Nase sitzen hat. Lustig ist, dass sie alle immer so lange dieses Magic Rack da so liegen lassen. Ich tue das aus Gewohnheit immer direkt nach dem Break, wenn es möglich ist, immer gleich weg. Ich auch. Klasse Stoß. Ja, dann muss er jetzt 2-mal über die volle Tischlänge, 3-mal über die volle Tischlänge, von der 2 zur 3, von der 3 jetzt runter wieder zur 4, von der 4 wieder zur 5, lange Wege und... Das ist gegen Efren Reyes bei Winner Break erst recht nicht vorteilhaft. Ja, das hat natürlich, war natürlich bitter, dass da die Weiße auf dem Weg die Tasche gefallen ist. Ball in Hand für den... Für Efren.
hier mit einem schönen Sponsor, Check Billiard App, auch Check Billiard, auch Sponsor des German Tour Finals im Ganzen. Kennst du diese App? Mm-mm. Junge Leute sind doch bekannt mit Smartphones, die kennen sich doch aus, oder? Hast du ein Smartphone schon? Ja. Dann musst du dir die App herunterladen. Ich hab nur auf dem Handy von meinem Vater die Billard-Zähl-App, wo man das 14-1 dann zählen kann. Ja, die kenne ich auch, ja. Pool Billiard Manager heißt die. Oder Billiard Manager oder so. Oder so, und hier zieht Effen wieder gleich 2-2 in unserem Match. In unserem Match um Millionen. Wie viel, wissen wir nicht. Am Nachbartisch haben wir schon wieder ein neues Match laufen. Ich weiß gar nicht. Wieder was Prominentes. Ja, wieder Toni Drago am Tisch, am Nachbartisch. Jetzt schauen wir mal den Break an von Effen. 6 in der Ecke, wurde von der 7 aufgehalten. 1 knapp hat das Mittelloch verfehlt und somit leider nichts beim Break gefallen. Und damit wieder Tobias Heuss in Action. Da dürfte ihm wohl ein Safe anzuraten sein. Viel mehr Möglichkeiten sehe ich da nicht. Das stimmt. Und immer wieder die Gelegenheit dadurch für Effen, einen Zauberball auszupacken. Ich könnte hier eventuell 2 Vorbanden, lange Vorbande, kurze Vorbande sehen. Schwer einzuschätzen. Da ist er, Volltreffer. Der war gut. Mit Resave wieder. Aber das war nicht der erste gute Stoß von Effen Reyes. Nein. Er ist für sowas bekannt. Ja, bestimmt nicht der letzte. Das stimmt. Wir haben so viele Zuschauer im Stream. Wahrscheinlich haben wir bestimmt auch ein paar internationale Zuschauer. Sollen wir mal eine Partie in Englisch moderieren? Kannst du Englisch? Ein bisschen, aber das komplette Spiel moderieren kriege ich nicht hin. Aber Italienisch, habe ich gehört. Du wechselst mit deiner Mutter ab und zu auf Italienisch, gell? Ja. Wenn mich irgendwelche Leute nerven oder sie. Okay. Oder uns beide. Okay. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was da passiert ist. Aber wahrscheinlich hat Tobi halt über Vorbande die 1 getroffen und diese Lage ist übrig geblieben. Und von hier kann Effen auch weitermachen. Die 2 dürfte noch machbar sein, knapp an der 7 vorbei. Schön bremsen. Der Meister des Verzögerungsballs ist ja direkt am Tisch. Interessant ist vielleicht noch 5-7, oder? Dann wird er sich wahrscheinlich die 5 zwischen, also die Weiße zwischen die 5 und die 7 legen, um die 5 lang zu spielen. Oder meinst du, er legt sie sich so, wie er jetzt anschaut, schaut er sich natürlich die Kombi an, ne? Die 5, das ist aber nicht so leicht. Man muss die erste in die Bande spielen und die muss wieder rauskommen gegen die 7. Aber er dürfte das hinkriegen. Zumindest hat er es vor. Schauen wir mal. Und dann ist ja auch noch das Zusammenspiel. Das Treffen von der 7 ist die eine Sache. Und er muss aber die Weiße noch runterschicken. Und dass er schön
mit Position zur 5 verbleibt. Gucke mal an. So macht er das. Super Ball hier. Kann auch wieder gut weiterspielen. Das ist immer die Sache bei einer Kombi, dass man danach noch gut weiterspielen kann. Außer man macht jetzt eine 9er Kombi. Ja. Jetzt steht es 3-2. Sehr gut. Und da gab es mal abends vom Manager vom Efren Race gab es die Ansage, ob nicht irgendeiner ein Match gegen ihn spielen wollte. Und es hat sich keiner gemeldet. Nur ein einziger Spieler. Wer war dieser Spieler, der es gewagt hat, der wäre gegen Efren angetreten? Du? Nein. Nein? Buddy Hall, schon mal gehört? Nein. Buddy Hall. Heute ein wenig, nicht mehr so oft zu sehen, aber damals gehörte er zu den besten Spielern überhaupt und er war der einzige Gegner, der Efren gefährlich werden konnte damals. Aber das ist auch schon wieder lange her. Ich finde es schade, dass Poolbillard nur auf speziellen Sendern übertragen wird. Und Snooker eher auf Eurosport. Ja, das sind halt so die Verträge, die Geschäfte, ja, die Leute machen. Und sonst hört man so Nebengeräusche wahrscheinlich. Ja, da spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Aber ich bin mir sicher, wir bekommen das auch mal wieder in die großen Sender hinein. Meine Güte! Ein Banker in die Mitteltasche. Das ist nicht einfach. Den muss man perfekt spielen, sonst klappert er. Ich glaube, sogar ohne Klappern geht er gar nicht rein. Ja. Jetzt wahrscheinlich der die Kombination, oder wie? Nein? Safe. Jumpen. Genau. So wird er wahrscheinlich eher über die Vorbande. Ich glaube, da kommt er noch gut genug an der 9 vorbei. Oder? Jump setzt er an. Hat man auch beim Kreiden ein bisschen gehört, oder? Er geht über die rechte lange Vorbande. Da hat er natürlich, weil die 2 nah an der Tasche liegt, eine bessere Chance, dass sie eventuell fällt. Aber noch hat er sich nicht entschieden. Doch, er geht darauf. Ui, da. Gut getroffen. Und das ist aus seiner Sicht, kann man da zufrieden sein mit der Lage, oder? Mhm. Da muss der Efren, selbst ein Efren muss daraus erstmal noch was machen. Ja.
Sehr schönes Safe. Magst du das, wenn es am Anfang ein bisschen hin und her liegt, wenn es nicht so ganz offen liegt und die Leute und die Spieler müssen erstmal einige Saves und Resaves spielen, bis einer einen Fehler macht? Oder schaust du lieber zu, wenn es offen liegt und es wird boom, 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 jeder Ball reingemacht? Nee, es ist ein bisschen spannender, wenn es safe liegt, finde ich. Ich spiele auch generell selber gerne Saves, deswegen, ja. Magst du es deinen Schwerern, es möglichst schwer zu machen, deinen Gegnern? Ah, jetzt packt er ja doch das Jump-Kö aus. Wie war doch gleich die Situation jetzt? Ah. Drüber jumpen ist klar, zwei Treffen ist klar. Rechts oder links die zwei Treffen. Ich glaube, aus seiner Sicht will er sie eher auf der rechten Seite treffen. Da hat er die Banker-Chance und die Weiße läuft weit runter in die Kopfhälfte vom Tisch, sodass die zumindest das eine lange Entfernung hinterlässt für Efren. So würde ich mir das jedenfalls denken, aber wer weiß, was für eine Idee er dabei hat. Kurze Entfernung, ziemlich steil, läuft jetzt nicht so weit nach vorne und die 2 vor das Loch. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Fünf an der 9, die 5 geht in die Mitte, oder? Ja, denke ich schon. Das ist aber oft so, dass dann die Kugel, die am zweitmeisten vorne liegt, entweder rechts oder links an der 9 liegt. Hm. Das ist oft so. Und so wird es wohl auch diesmal sein. Also 5, 7, 8. Riecht mir nach einem 4-2. Drüben Tony Drago, auch wieder voll in Action, auch ein Publikumsliebling, weil er so schnell spielt und schnelle Entscheidungen trifft und meistens noch die richtigen. Oh, da ist er nicht so ganz zufrieden mit seiner Position. Manchmal verwunderlich, dass sogar Magier wie er so kleine Fehler zwischendurch auch mal haben. Ja, aber meistens bügelt er die dann auch wieder irgendwie aus. Und wie er die ausbügelt. Oder auch nicht. Dieses Mal lässt er sie liegen. Doch kein 4-2. Doch kein 4-2. Aber er lacht. Das ist wichtig. Ja. Findest du nicht auch? Oder findest du es besser, wenn man sich ärgert? Nee, ich finde es besser, wenn man lacht, weil sonst geht der Blutdruck hoch und dann zittert man. Aber ich selber reg mich schon manchmal auf. Das Lachen ist also nicht immer einfach, ne? Nee. Aber man muss es echt lernen, weil das hilft auch ein bisschen, dass man sich dabei... den Fehler kann man ja eh, den Stoß kannst du ja eh nicht wiederholen, ne? Also, es hilft eher dabei, sich ein bisschen zu entspannen und sich, ja, seine Laune eben aufrechtzuerhalten und damit, ja, dass es nicht noch schlimmer wird. Und manche regen sich ja dann immer mehr auf und dann werden sie immer verkrampfter und dann wird es immer schlimmer und ach, was wir da nicht schon alles gesehen haben, oder? Ja, und
verwundert auch den Gegner, weil dann kommt er mal gegen drei hintereinander, die sich aufregen. Und dann denkt er sich, wenn du dann einen Ball verziehst, ach, der regt sich jetzt auch wieder auf. Und dann regst du dich nicht auf und dann denkt er sich, hä, der regt sich hier gar nicht auf. Ja, genau. Es hilft auch noch deinem Gegner, wenn du dich aufregst, ne? Ja, das ist jetzt aber ein richtig schwieriger Ball. Also wenn er den trifft und noch mit Position auf die 2, boah, das wäre ein Hammer. Hat's versucht. Die Position wäre ihm wohl gelungen, oder? Aber die 1 hat er leider verschossen. Und das, was er hinterlässt im FN, ist schon ein bisschen leichter, wie das, was er gerade liegen hatte. Da liegt übrigens so eine Box mit Süßigkeiten, die ist von dem Jochen, weißt du noch? Magst du Süßigkeiten? Es geht, ja. Du kannst ihm ruhig welche klauen. Okay. Danke. Auf 9. Bleibt also spannend. Ja. Hätten vielleicht viele nicht so spannend erwartet. Nein, aber ich habe ja gesagt, dass der Tobi kein schlechter ist. Ja, der schlägt sich gut. Ich glaube, da hat ein bisschen, ja, 2 Zentimeter zu viel hier. Das war einfach. Kann man schon mal den Kopf kratzen. Ich glaube, er wird mit einem, bevor er jetzt wieder so einen Superball probiert, wäre der Safe jetzt viel leichter zu machen, oder? Aber er hat natürlich eine Schwäche für Superbälle. Mal sehen, ob er es lassen kann oder ob er uns was zeigt. Doppel-Crossbank oder was? Nee, einfach Crossbank. Perfekt gelungen. Wahnsinn. Mit Stellung. Mit Stellung. Crossbank mit Stellung, perfekt abgetimt. Und ja, das schmeckt auch dem Tobi, auch wenn es auf seine Kosten geht. Ja, Christian Reimering im Gespräch mit Francisco Bustamante. Die kennen sich natürlich schon seit der Zeit, als Francisco Bustamante in Kiel gewohnt hat, in Deutschland. Mhm. Das waren ja knappe 10 Jahre oder so. Und dann auch Bundesliga gespielt hat. Der hat die Bundesliga auch bereichert. Ja, genau. Nachbartisch steht es 3-1 für Toni Drago. Und die 9er legt er sich immer jetzt die letzten 2 Spiele ein bisschen schwerer als nötig. Ja. Okay, verdient, mehr als verdient die Führung jetzt 4-3 für Effen. Allein für diesen Crossbanker mit Position zur 4 und Lösen und allem. Hier unsere Sponsoreneinblendung, Brunswick. Die Tische, auf denen wir hier im Center Court spielen, Kamui Brand. ReLife, Blue White Ball, Billiard TV, McDermott, Ivan Simonis, Aramid Billiard Balls und der Break von Efren Reyes gilt auch schon sponsorverdächtig.
Ja, so ungefähr dieselbe Herausforderung wie der Stoß, den der Tobi auch am Anfang hatte, von der 1 zur 2, volle Tischlänge, weite Entfernung. Wow. Erste Aufgabe gelöst. Und Zauberball oder Zaubersafe? Ich würde wieder zum Safe greifen und zur Oma. Er nimmt einfach mit links das Kö und spielt ein Safe. Kannst du mit links spielen? Nein. Wenn ich mit links spiele, dann haue ich immer das Kö irgendwie so hoch. Also selbst wenn ich mit geschlossener Brücke spiele, dann geht die Brücke mit hoch. Mhm. Ja, mit links ist es auf jeden Fall total ungewohnt, nicht wahr? Mhm. Aber das kann man auch lernen. Dauert gar nicht mal so lang wie mit rechts. Ja. Man hat den Vorteil, dass du manchmal umgreifen kannst. Aber das ist gar nicht der Grund, weshalb man es trainiert. Weißt du, warum man es trainiert? Warum? Weil du damit auch mehr auf deiner rechten Seite lernst, besser zu spielen. Das passiert ganz automatisch, weil die verschiedenen Gehirnhälften, die dadurch aktiviert werden, die tauschen sich aus. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen naiv erklärt. Ein Neurologe könnte es besser erklären. Aber letztlich ist das Ziel, man trainiert mit links, um sich auch auf seiner rechten Seite zu verbessern. Aha. Natürlich, jetzt musst du nicht so viele Stunden investieren, wie du sie mit rechts investiert hast, aber jeden Tag ein, zwei Rex und das passt schon. Ja. Wobei ich an der Stelle schon fast wieder zu viel verraten habe. Ich hätte mir auf die Zunge beißen sollen. Ja, krasser Ball in Aussicht. Ohne Worte. Ja, der Ball sagt schon alles. Deswegen nennt man ihn auch The Magician. Auch sehr schön getroffen. Und, gelingt der Resave? Naja, ob der sicher liegt? Das Dreieck, dass sie immer das Matching-Dreieck da liegen lassen. Mhm. Ich würde das voll auf die Nerven gehen. Ja. Mir ist auch schon passiert, dass ich das wegen Neuner klappern lassen habe. Und seitdem mache ich das immer weg. Ja. Manchmal lasse ich auch meinen Gegner, weil ich bin da drin nicht gut. Ich habe das von meiner Mutter, ich zitter viel. Aha. Und in den meisten Billardläden ist es auch sehr kalt und da zittert man ja auch. Hier ist es nicht gerade sehr kalt, hier oben. Mhm. Wir sind ja schon im ersten OG und hier ist es eher warm. Mhm, genau. Und das Zittern hinten an der Hand ist gar nicht so schlimm. Da gibt es sogar berühmte Beispiele, die, obwohl sie hinten gezittert haben, ist fast so eine Nervenstörung, jetzt gar nicht mental gesehen, sondern einfach diese Nervenbahnen, dass die ihre Hand hinten halt nicht irgendwie richtig stillhalten können. Ne? Und da gibt es ein berühmtes Beispiel, der auch in der Ruhmeshalle ist, was es den besten Spielern überhaupt gehört, das ist Nick Warner. Wer? Nick Warner, schon mal gehört? Nee. Er spielt jetzt auch nicht mehr so oft, aber er war in den 80ern, 90ern, gehörte er wirklich zu den absolut Besten auf der ganzen Welt. Ja. Und hier ein 5-3-Führung. Also Nick konnte ich schon oft sehen, beobachten beim Spiel. Und es war wirklich lustig, wenn ich mal hinter ihm gesessen war und er hat gerade einen Stoß angesetzt, wie er hinten die Stoßhand, wie die gezittert hat und gewackelt hat und wie er sie dann trotzdem allglatt, top gerade
in hoher Qualität den Stoß durchgezogen hat. Und diesmal hat er die 1 bekommen. Die 2 leider sieht er nicht. Ob ein Efren Race überhaupt Push kennt? Oder ob er grundsätzlich auf alles geht? Ich glaube, er könnte, wenn er da zwischen 5 und 8 durchkommt, irgendwie über Vorwand da ein Safe spielen. Oder er versucht sogar direkt, er spielt Vorwande und würde es wohl auch in Kauf nehmen, wenn die 2 aus Versehen in die Mitte fällt. Er fühlt gerade vor, ob es überhaupt machbar ist. Ich glaube, er will sie sogar Mitte lochen mit Safe-Option, oder? Ja. Aber nicht einfach. Nee. Und er macht doch einen Push. Aber er bietet nicht viel an. Er bietet fast etwa das Gleiche an, das er selber vor sich liegen hat. Mit der Option, wenn es ihm nicht gefällt, dann spiele ich sowas. Würdest du das annehmen, hier dieses Push, oder abgeben? Ja, da ich nicht so ein gutes Bandenspiel habe wie Efren. Also ich müsste es mir jetzt auch genauer angucken, wegen dem Resave auch. Mhm. Dass die Weiße da hinten liegen bleibt und die 2 über eine Bande oder so dann wieder rausläuft. Und dann würde ich mich entscheiden, ob das Resave eigentlich locker machbar ist, sag ich mal. Oder ob es schwer ist. Und wenn es schwer ist, dann würde ich abgeben und wenn es leicht ist, selber machen. Mhm. Und er macht das hier gut mit dem Resave. Ja, das muss man halt abwägen. Wir haben jetzt beide nicht sehen können, ne? Wie knapp wir an den beiden Kugeln da vorbeikommen. Aber solange man sie voll von hinten treffen kann, ist die Chance auf den Resave schon sehr hoch. Aber hier, das war wieder mal richtig große Kunst, was er aus dem Save ein Resave gemacht hat. 4 Kugeln dazwischen. Ja, ist er nicht ganz zufrieden, denn die bleibt noch lochbar in die Mitteltasche. Dünn, sehr dünn. Die Weiße verliert kaum an Tempo. Genau, und weil sie kaum an Tempo verliert, dann ist es auch schwierig, die Kontrolle zu behalten über Selviger. Ja. Toni Drago hat ein weiteres Match am Nebentisch beendet. 5-1. Geht recht fix beim Toni. Ja. Die 5 müsste in die Ecktasche gehen, oder? Ja, ich denke schon. Mal gespannt, was er sich diesmal für einen neuen hinlegt. Ja. Das sehen wir auch im Bild, Bild leicht links, den Jochen Maurer, der gestern mit dir schon ein bisschen kommentiert hat. Ja. Jetzt kommt er hierher, guck an, biegt ab und wird wahrscheinlich kontrollieren, was aus seiner Süßigkeitenbox geworden ist. Drei. Und gerade eben Buster Kreuz Bustamante, unsere TV-Arena, weil er am Nachbartisch ebenfalls ein Match zu bestreiten hat, ein reguläres Match
im Zusammenhang mit seiner Gruppe. Er spielt ja heute Abend hier in einer Vorrundengruppe. Morgen müsste Efren hier spielen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Wieder noch nicht so zufrieden ist er mit seinem Break. Bustamante spielt anscheinend gegen die Jasmin Michel, auch eine hessische Spielerin. Mhm. Aus welcher Stadt, weißt du das? Johannesberg spielt sie. Ja, Fulda also. Ne? Ja. Der Raphael Wahl hat ja auch mal da gespielt. Tut er das nicht mehr? Aber er wohnt bestimmt noch da. Ja, der wohnt noch in Fulda, aber der ist nach Kaben gewechselt. Mhm. Spielt jetzt zweite Bundesliga. Mhm. Und welcher berühmte Spieler kommt noch aus Fulda? Weißt du das? Aus Fulda, Mike Pulver hat mal dort gespielt, auf jeden Fall. Noch berühmter. Oh, mit wem hat der Raphael dann zusammengespielt? Mike. Fängt mit T an. Thorsten? Hohmann. Richtig. Thorsten Hohmann. Auch inzwischen mehrfacher Weltmeister geworden. Ja, der wohnt ja jetzt in den USA, oder? Richtig. Und spielt dort auch. Richtig. Nicht nur in den USA, meist oft pendelt er zwischen Asien und USA hin und her, weil da die größten Turniere sind. Ich glaube, auch fünffacher Weltmeister war der Thorsten ja auch. Mhm. Zweimal im Neunball und dann gibt es eine größere Sammlung von 14-1 WM-Titeln, die teilweise dann gerade mal zufällig offiziell waren und teilweise zufällig nicht offiziell waren. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das lassen wir mal. Ja, jetzt spielt ja auch ein sehr starker Spieler, zwei sehr starke Spieler. Genau. So, was will er uns mit seinem Kö bedeuten? Was hat er da wieder vor? Will er gleich den Banker spielen? Will er dünn spielen, guck mal. Ja, ja, ja. Oh, an der 7 hängen geblieben. Ich glaube, den Kontakt mit der 7 wollte er vermeiden. Aber mal schauen, was er daraus macht. Jetzt wäre es eher möglich, dass er einen Banker spielt. Ich meinte ja auch dann mit der 5 den Banker, weil er hat ja mit seinem Kö so für den Banker so ein bisschen gezeigt. Ja, ja, das habe ich eigentlich gefragt, was er uns da zeigen wollte. Und du sagst es. Er ist auf jeden Fall auf den Banker gegangen, ob er die 6 spielen wollte oder die 5. Aber jedenfalls hat er keine gelocht von den beiden. Tobi wird die 5 noch dünn spielen können, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Ah, da hat er gutes Tempo rausgenommen mit viel Konterhilfe. Mhm. Nicht, dass die Weiße sich noch hinter der 8 oder so versteckt. Hui, wie hat er das denn geschafft? Jetzt habe ich gerade einen Moment nicht aufgepasst und plötzlich hat er sich selbst aus der Lage ein Safe gelegt? Ja, irgendwie hat er es hingekriegt auf jeden Fall. Kann ich jetzt auch nicht mehr erinnern, wie das war. Wir sind mal wieder zwei Moderatoren, hm?
In solchen Situationen spielt man ja gerne den Banker mit der Option, wenn sie zu kurz kommt, dass man die 7 dann an der Kopfbande liegen lässt und die Weiße auf der anderen Seite. Hier, Option zu kurz, Weiße auf der anderen Seite. So bleibt zwar nicht ein hundertprozentiges Safe liegen, aber der Gegner kann auch nicht viel draus machen, ne? Ja. Was auch schön ist, dass wir hier mal ein paar Legenden hier haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. So ab Samstag, Sonntag wird nur noch im Chaplin gespielt und dann geht auch das Finale dann los und dann sind noch fast nur die Starken. Also sind nur die Starken im Chaplin. Und ja, dann lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Hier haben wir ja an beiden TV-Tables auch die philippinischen Legenden. Und ich kann nur die Einladung vom Ricardo unterstützen, dass ihr hier alle zahlreich vorbeischaut. Es lohnt sich. Denn viele andere haben den Weg auch schon hierher gefunden. Wie die gefüllten Zuschauerränge zeigen. Ja, auch einer, der mal bei uns gespielt hat, aber dann, der hat dann aufgehört mit dem Fußballspielen früher mal. Der war ein guter Fußballer, hat auch bei den 98ern gespielt, aber die Knie waren vollkommen kaputt. Und dann hat er aufgehört, aber der hängt so an Fußball und jetzt hat er aufgehört mit Billard, nur für Fußball, weil sein Herz halt da dran hängt. Aha. Und war danach auch wieder verletzt, nachdem er angefangen hat. Aber jetzt geht es ihm wieder besser. Ich habe vorhin mit ihm geredet. Okay. Wir wünschen ihm und alles Gute. Und wie heißt sein Name? Wie ist sein Name? Max Welch. Aha. Der sitzt auch auf der Tribüne. Dann gute Besserung, auch von meiner Seite. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Ich glaube, er kann sie wieder gegen die... Wow. Wow. Ja. Da klatscht er sogar mit Effen ab hier. Ja, das war ein Hammer, den er rausgelassen hat hier. Echt. Ja. Das ist auch dann verdient die Partie. Ja. Und das Match bleibt offen. Denn eine 7:3 Führung für Effen, das hätte dann schon, hätte sich schon ein bisschen nach Vorentscheidung an, aber 6:4 ist noch relativ offen, ne? Auf 9 auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal seinen Break an. Da die 1 bzw. die Eckkugel, das wäre die 5. Er kriegt die 1, die 5 war eigentlich auch auf dem Weg, aber wurde wie so oft von einer anderen Kugel abgefangen. Aber er kann fortsetzen, weil er die 2 natürlich hier direkt sieht. Und ich versuche gerade rauszuchecken, 2, 3, nicht ganz leicht, aber müsste gehen. 4 wird schon ein bisschen haariger, da für die 4 hat er nicht so viele Taschen zur Verfügung. 5, 6, 7, 8, 9 wäre reine Formsache, also bis zur 4 bleibt es spannend, würde ich sagen. Na, ja. Dauert schon länger so ein Match auf 9, gell? Ja. Und wer herkommt, sollte sich Schienbeinschoner anziehen, weil ich habe gestern saß ich auf so einem Hocker und dann bin ich irgendwie runter und habe mir das Schienbein an der Fußablage angehauen und dann habe ich geblutet und deswegen Schienbeinschoner anziehen, auch wenn es Billard ist. Okay, also ein guter Tipp hier von Ricardo. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen auch auf die Körpergröße drauf an, dass man Gefahr läuft, sich die Schienbeine anzuschlagen an den Hockern. Das wird ja später nicht mehr so oft passieren. Nee, dann sind es mehr die Knöchel. Naja, aber die Knöchel sind dann auch wieder ein bisschen tiefer. 2:0 am Nachbartisch für Francisco Bustamante. Wenn nicht gar schon 3:0. Je nachdem, wo sich der Punkt gemacht hat. 2:0 steht da, ja. Und Tobi scheint jetzt durch den
Hammer, den er vorhin rausgelassen hat, richtig Selbstvertrauen getankt zu haben. Hat offensichtlich auch das, alle Probleme, die wir gesehen haben, gelöst. Ja. Und scheint jetzt diesen Satz abermals zu verkürzen. Es wäre auf jeden Fall spektakulär, wenn er den Satz ausschießt. Das wäre spektakulär, genau. Letztes Jahr war das so, dass der Nils Fein in der Bundesliga ist ja auch Winner Break und ja. Es gibt zwei Sätze auf vier, aber der, der den ersten Satz halt das letzte Spiel gewinnt, darf auch beim zweiten Satz wieder anfangen. Und er hat gegen Vandenberg gespielt und Vandenberg hat dann irgendwie einen Fehler gemacht beim 0:0 Stand und Nils Fein hat dann den ganzen Satz ausgeschossen, also 8 Partien. Ja? Ja. Das ist ja krass, 8 Partien gleich auszustoßen. Meine Güte, die Holländer war auch gar nicht nett. Nee, nicht zueinander unter sich. Und wieder der Break. Hat ja bisher ganz gut geklappt bei ihm. Mal schauen, ob er wieder die 1 bekommt. Die 6 als Eckkugel. Wieder die 6 abgefangen. Dafür ist eine andere reingelenkt worden. Und die 1 und die Weiße bleibt auf der Kante liegen. Aber ein schwerer Einsteiger. Ja. 3-0 Bustamante jetzt auch, oder? Ja. Vielleicht sogar schon 4-0. Weil er gerade so an den Computer nicht, gegangen ist. Okay. Von hier kann man schlecht sehen, auf jeden Fall. Ja, den Stoß schaut sich der Effen auch mal aus erhöhter Position an. Schaut mal eben auf. Das interessiert ihn schon, was er da macht. Der Wow. Boah, was ein Ball. Jetzt ist er aber in Spiellaune hier, der Tobi. Hm? Ja, jetzt hat er Spaß. Bustamante. Oh. Erst so einen schönen Ball und dann sowas. Ja, das nennt man der Ball danach. Ja, das ist immer dann schwer. Wenn man einen super Ball gemacht hat, ne, und viel Applaus bekommen hat, dann ist der Ball danach natürlich auch nicht ganz leicht. Egal, auch wenn er leichter liegt wie der Ball davor. Und ja. Schöne Vorbande, aber da hat er sich jetzt gleich einen knackigen Save gelegt. Die eigenen Save. Ja, da bestimmt, aber wir können nicht vorhersagen. Wahrscheinlich ist es besser, sie auf der rechten Seite zu treffen, um eine bessere Chance auf einen Resave zu bekommen. Das war die rechte Seite und hier ist der Resave. Wow. Die Gedanken muss man sich immer machen. Am Anfang ist man ja froh, wenn man überhaupt die Kugel trifft, also einen korrekten Stoß macht, aus dem Safe heraus. Und später, mit der Zeit, wenn man auch an der Genauigkeit arbeiten will, überlegt man sich ja gut, wenn ich jetzt schon die Sicherheit habe, schon die Kugel zu treffen, muss ich auch darauf die Sicherheit aufbauen, sie eher rechts oder eher links treffen zu können. Und dann, wo habe ich denn die bessere Chance, einen Resave zu bekommen, wenn ich sie rechts oder links treffe? Und sobald du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, verbesserst du dich auch schon. Denn das sind ja auch Bilder, die du in deinem Kopf kreierst. Die dein Körper versucht umzusetzen dann. Hui, hui, hui. Hat er auch einen schönen Ball probiert, der leider nicht gelungen ist. Aber das ist jetzt auch ein verdammt schwerer Ball, den er da hinterlassen hat für Neffen. Vor allem die Stellung und dann noch so eine an der Bande. Und noch einen langen Weg, also nicht einfach. Auch nicht für ältere Herren. Mit viel Erfahrung. Ja. Er setzt den flach an, also Stecher ist schon mal nicht.
Überlegt sich's nochmal. Innegehen, Bauchgefühl hören und dann wieder ansetzen. Also von seinem Kommentar ist, glaube ich, nicht das passiert, was er vorhatte. Was auch immer er vorhatte. Aber großartig, ja, musste der Tobi schon wieder einen großartigen Ball auspacken, wenn er hier weiterkommt, an der Tischplatte bleiben möchte. Ja. Wow, und er packt ihn aus. Was sagst du jetzt zu Tobias Heuss? Hm? Der ist stark. Und die ist schon weit genug. Für den Tobi bestimmt. Jasmin Michel schon bei der 9. Konnte man gerade eben sehen. Und Tobi hat die 7 möglichst so reingespielt, dass die Weiße nicht so weit rollt, dass er auch noch gut auf die 8 kommt. Wunderbar. Und 6 zu 4. Ja, und die nächste Partie kommentieren wir mal irgendwie für Einsteiger, ja? Für die Zuhörer, die vielleicht zum ersten Mal oder noch nicht allzu oft Billard gesehen haben und zum ersten Mal zuschauen und vielleicht sich wundern, was wir da überhaupt für ein komisches Spiel spielen. Wir kennen vielleicht nur das Spiel mit den Vollen und den Halben und Achtball und so. Hm? Wollen wir mal so jetzt mal kommentieren, wie für ganz neu dazugekommene Zuschauer. Und wir spielen also Oh, die sind sich nicht einig über den Spielstand. Gab es gerade Diskussion, jetzt 6-5. Weiß ich gar nicht. Ich habe sie mal abgelesen, jetzt haben sie sich auf 6-6 geeinigt. Es war aber 6-5 normal, soweit ich mitgezählt habe. Ich zähle eigentlich immer nebenbei mit. Also ich habe jetzt in dem Sinne nicht mitgezählt, sondern ich habe einfach nur immer abgelesen, was da unten stand. Von daher wollte ich mich jetzt nicht in die Diskussion mit einmischen. Aber sie diskutieren darüber. Dann soll sich ja schon mal anstrengen. Haben wir gerade ein Timeout genommen? Weil der Tobi vielleicht gerade drin ist, weil er seinen Spielfluss unterbrechen. Ja. Und der kein Timeout. Timeout? Okay. Ja, ja. Dann können wir ja mal erklären, wie das Spiel geht. Ja. Möchtest du das erklären? Ich kann ja erstmal den Anfang erklären. Also man muss immer die niedrigste Kugel, die auf dem Tisch liegt, von der Zahl her anspielen, also erst die 1, dann die 2, dann die 3 und sowas und so weiter halt. Und man muss nicht ansagen, welche Kugel man wo locht. Man kann also fest draufhalten einfach. Ja, und es geht nicht darum, wer die meisten Kugeln locht oder wer zuerst die 8 locht, wie beim 8-Ball, sondern es geht darum, wer die 9 locht. Die kommt in die Mitte beim Aufbauen, es wird als Raute aufgebaut, sieht man hier auch gut. Die 1 vorne. Aber die darf man nicht so früh spielen, man darf normalerweise am Ende gespielt. Genau. Oder? Man spielt zum Beispiel die 3, also man spielt die 1 ins Loch und die 2 ins Loch und dann spielt man die 3 gegen die 9 und die 9 fällt, dann hat man auch gewonnen. Also ist nicht wie beim 8-Ball, beim normalen Billard halt, was die meisten spielen vom Poolbillard, die Freizeitspieler, dass man dann verloren hat, sondern
dass man dann gewonnen hat. Genau das Gegenteil eigentlich. Mhm. Also kann manchmal Neunball ein bisschen ungerecht sein, wenn einer viele, alle 8 Kugeln reingemacht hat und dann die 9 im Loch liegen lässt und der Gegner muss nur die 9 reinschubsen. Ja. Dann hat er für weniger Leistung dann doch den Sieg eingefahren, ja. Und das finden viele Menschen unterhaltsam. Und es gibt auch die Regel, wenn man saved oder das aus Versehen so liegen bleibt, dass er die Kugel nicht direkt treffen kann und er trifft die nicht oder also macht einen Foul, egal wie, dann wenn das 3-mal hintereinander passiert, dann hat man verloren. Sollte es 2-mal zum Beispiel hintereinander passieren und man macht dann einen korrekten Stoß wieder, dann hat man wieder 0 Fouls hintereinander halt. Richtig. Das ist die 3-Foul-Regel. Genau. Also geht es nicht nur darum, immer die Kugeln zu lochen, sondern die Strategie ist eigentlich die, okay, wenn es offen liegt, so wie jetzt, ja, versucht man natürlich Ball für Ball reinzuspielen und bis zum Spiel gewinnen. Und falls aber eine Situation entsteht oder mit der man konfrontiert wird, wo man nichts machen kann, dann versucht man natürlich einen so zu spielen, dass der Gegner möglichst auch eine schlechte Situation zum Liegen bekommt, und das nennt man dann eben eine kleine Safe-Schlacht, die man sich da liefert, bis auch da irgendeiner mal einen Fehler macht. Ja. Und wenn der Tobi jetzt sich noch um diese verbleibenden 4 Kugeln kümmert und die Konzentration nicht verliert, dann kann er sogar zum ersten Mal die Führung in diesem Satz übernehmen. Nicht zum ersten Mal, nein, er hat 2-1 geführt, glaube ich, aber jetzt am Ende, gegen Ende hin schon mal die Führung zu haben, das ist ja schon mal viel wert. Ja, und er ist auch kein Schlechter. Er kann dann auch mal 2 Partien dann ausschießen. Genau. Wenn das Break gut kommt, dann hat er gewonnen. Und das verursacht auch bei Efren leichtes Kopfkratzen. Das macht er ja gerne, auch wenn er überlegt. Oh. Er ist ja auch jemand sehr Schlaues. Er ist ja auch Altmeister im Schach und sowas. Und ist spielt Karambolage, ja. Ja. Und jetzt weiß, versteht Tobias die Welt nicht, weil die hat er komplett unerwartet verschossen und scheinbar ist er sich überhaupt nicht, weiß er gar nicht, was er verkehrt gemacht hat. Und wie konnte er nur so einen leichten Ball so falsch einschätzen? Aber das ist das, was ich sage. Auch was ist, wenn es vermeintlich leicht liegt. Man muss ja immer noch die Leistung bringen und nie den Fokus verlieren. Immer konzentriert bleiben. Und wenn man einen Ball verschießt, dann sollte man sich überlegen, was man falsch gemacht hat und sich den merken vielleicht und nach dem Spiel nochmal probieren. Mhm. Damit man ihn dann nicht wieder verschießt. Wow, das war ein krasser Ball. Mit Konter-Effekt aus der Bande wieder raus. Efren ist auch ein guter, der kann auch 2 an ausschießen. Nicht nur 2. Ja, der kann auch mehr schießen, aber wenn er die jetzt locht, lang ihm 2. Und damit vergibt Tobias Heuss die 7-6 Führung und stattdessen ist es Efren, der mit 7-6 vorne liegt. Und dann merkt man richtig, oh, jetzt ist er aber sauer, der Tobi, jetzt ist er aber sauer. Da ist jetzt nichts mehr mit Lächeln, oder? Nee. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Erst recht, wenn man dann so eine gute Chance hat, gegen Efren Reyes zu gewinnen. Ja. Und man gewinnt nicht nur gegen Efren Reyes, man kriegt auch noch Geld dafür. Wahnsinn. Das erste Mal, dass ich Efren sehe, kontrollieren. In Amerika sollte man das schon tun, da gibt es schon ein paar geschickte Leute in der Richtung. Ja, aber ich habe auch bei der Hessenmeisterschaft 8-Ball gespielt, also das ganz normale Billard, das viele Freizeitspieler spielen. Und da hat einer einen extra nicht press aufgebauten Gegner von mir. Echt? Das hat man gesehen, ja. Oh. Weil der ist nicht nett und er hat sich auch voll aufgeregt, weil ich gegen ihn gewonnen habe, weil der ist schon älter. Und da ich den voll gut aussafen konnte, weil ich habe ein relativ gutes Bandenspiel und er hat Karambolage gespielt oder spielt es auch halt.
Und deswegen hat er sich dann auch geärgert und ich lag dann auch in Führung und dann hat er extra nicht Press aufgebaut. Und seitdem kontrolliere ich auch, weil sowas passiert mir bei dem nicht nochmal. Und dann bin ich wieder gegen ihn gekommen beim neuen Ball. Mhm. Und dann hat er immer so arrogant, sage ich jetzt mal, gelacht, als ich kontrolliert habe. Und dann beim ersten Mal ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ja, es ist kleiner Mann, ist es Press aufgebaut, ist es dir Press genug aufgebaut oder willst du dir selbst aufbauen? Habe ich gesagt, nee, passt schon, weil da lag alles Press. Und dann, als er gemerkt hat, dass ich dann kontrolliere, hat er dann auch Press aufgebaut. Mhm. Ja, sollte man schon mal machen. Ja, weil und wenn es nur stichprobenartig ist. Ja, weil ich lag 4-2 vorne im 8-Ball auf 5. Und deswegen musste er mit allen Mitteln dann kämpfen. Aber solche Mittel sollte man bei einer Jugendhessenmeisterschaft nicht verwenden. Nein. Also sowas finde ich unsportlich. Wow, guck mal da. Da hat er aber einen tollen Ball gezeigt. Man ist aber nicht nur, es ist ja nicht nur so, dass manche Leute, wie du jetzt schon sagst, manchmal haben, ist gar keine böse Absicht dahinter, sondern manche Leute... Ja, es ist manchmal ganz schwierig aufzubauen, das kennst du ja, oder? Wenn du aufbaust, ja. Manchmal ist es gar nicht, schafft man es nicht wirklich, alles Presskugeln aufzubauen, oder? Es ist sehr schwierig, ja. Ne? Und ja, dann ist es ein anderer Grund zu kontrollieren, ne? Und selbst bei den Halbfinals im 8-Ball, da wurde das geschieht und selbst die Schiedsrichter haben nicht Press aufgebaut. Ja, weil es manchmal schwierig ist. Ja, ne? Das ist nicht einfach. Vor allem, als ich angefangen habe, da musste ich immer mir eine Reihe von Kugeln nehmen, auf den Tisch klettern und vorschieben, weil ich so klein war. Aber jetzt mittlerweile geht das. Nur beim neuen Ball, weil es ja weiter vorne aufgebaut wird, muss ich dann schon auf die Zehenspitzen bei der 1 und bei den 2 vorderen. Das habe ich mir gerade vorgestellt, wie du das eigentlich machst, dass du da alles sehen kannst. Super Ball von Efren. Hat auch genug Winkel an der 4, dass er runter zur 5 kommt. Kann er fast der Kiss-Shot-Tangente folgen lassen mit ein bisschen Rechtseffekt. Und es war zu wenig Tempo, zu wenig. Ja, er wollte sie weiterhaben, hat er uns auch gerade angezeigt. Efren lacht, aber wenn Tobias verschießt, der ist dann schon saurer. Aber ich irgendwie... Jetzt in der Situation, weil der ist auch, schätze ich mal, aufgeregt. Der spielt gegen Efren Reyes am TV-Table und wir kommentieren noch. Zum Glück sind wir noch mit der Kommentatorenbox. Genau, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Hinterher schaut er sich das Video an. Ja. Ja. Zum Glück sind wir mit der Kommentatorenbox noch ein Stück weg, sodass sie uns nicht hören können, wenn wir jetzt hier reden. Genau. Weil wenn wir was Falsches sagen, dann hacken sie uns den Kopf mit ihrem Kö ab. Nun, soweit wollen wir es mal nicht kommen lassen. Nee. Zwei Vorbanden? Nee? Nee? Er sieht sie ja noch direkt. Und guck an! Oh. Dagegen kannst du nichts machen, außer wenn du an den Tisch kommst, alles ausschießen. Er hat ja einen Schlag, oder? Ja. Der ist verrückt. Aber, oh, guck mal, und, reicht, sehr gut. Also vom Verhalten her muss ich mal sagen, ich habe ja auch einen chinesischen Lehrmeister gehabt und sie sahen sich ein bisschen ähnlich, sehen sich immer noch ähnlich ein bisschen, meiner ist natürlich ein bisschen älter. Und natürlich konnte er nicht so gut spielen wie Efren, auf gar keinen Fall. Aber vom Verhalten her, dieses Kopfkratzen, dieses gelangweilte Schauen manchmal und so. Also vom Verhalten her sind die sich sowas von ähnlich. Und das dieses Grinsen dann ja, auch immer. Auch das machen Grinsen, ja. Asiaten gerne. Ja, und das hat er mir auch so beigebracht, dass ich das so machen soll. Und das war wahnsinnig schwer.
der Bustamante ist eher der Typ, der dann viel redet und dann auch mit seinem Chinesisch-Deutsch. Das hört sich so lustig an. Und der Efren, der grinst immer nur, weil der kann ja auch kein Deutsch. Und dann sagt er alles mit seinem Lächeln. Und jetzt ist auch schon On the Hill. Kennst du diesen Ausdruck, On the Hill? Ja. Also es oder fehlt ihm nur noch ein Spiel zum Matchgewinn. Ja. Oder wenn beide nur noch ein Spiel brauchen, sagt man ja dann auch Hill Hill. Genau. Und jetzt dann aus und es ist vorbei. Oder aber auch der Tobi kommt dran und schießt das aus und zwei an. Das ist die Spannung halt bei, selbst wenn jemand hochführt und on the hill ist, bei Wechselbreak wäre die Sache so gut wie erledigt. Ne? Aber bei Winnerbreak kann auch ein hoher Vorsprung kann aufgeholt werden. Ja, ich habe auch mit einem bei der Hessenmeisterschaft, bevor es losging, haben wir 10 Ball auf 6. Der ist halt schon gut, der spielt schon U19 und er hat mir 5 vorgegeben um 10 Euro und ich hatte einen Sponsor praktisch, der hat mir die 10, einer aus seinem Verein auch noch, der auf mich gesetzt hat und der hat mir dann die 10 Euro gegeben und hätte ich gewonnen, hätte ich 5 und er 5 bekommen und ich habe direkt das erste Spiel gewonnen. Weil wir haben auch Winnerbreak gespielt, der hat halt darauf gesetzt, dass er immer gewinnt oder dann auch mal einen An-Ausschießt. Und ja, und dann habe ich direkt zur Erste gewonnen. Ja, meine Damen und Herren, hier kommt's auf den Tisch. Wunderbar. Ja, das war, glaube ich, ein Push-Angebot vom Efren, richtig? Und Tobi wird es offensichtlich, scheint er das annehmen zu wollen. Aber es wäre ein krasser Ball. Die 1 an sich ist schon schwer. Stecher unten rechts. Und die Position spielen. Zur 3 wäre wirklich ein krasser Stecher unten rechts. Nee? Safe. Und safe. Wow. Guck mal. Oh, liegt gut. Kriegen wir Sachen gezeigt hier. Hm? Am Nachbartisch übrigens wieder Toni Drago, der gerade ein Match beginnt. Ich dachte gerade, das andere wäre Bustamante, der sieht ihm der ist schon fertig wieder. Ja, echt? Ist er schon durch mit der Gruppe? Wir hatten, während wir hier ein Match am Laufen haben, auf 9, wurden am Nachbartisch, hat Toni Drago 2 Matches gemacht, Bustamante hat ein Match gemacht und Toni fängt jetzt das nächste schon an, das vierte. Man muss aber dazu sagen, dass hier auch immer sehr spannend ist und beim Toni geht es meistens sehr hoch aus und beim Francisco, ja, geht es meistens dann auch hoch aus, 5-0, 5-0 meistens oder 5-1 oder 5-2 oder sowas und hier steht es 8-6. Genau. Also haben die eigentlich auch nicht viel mehr Spiele als wir gemacht. Du meinst 8 plus 6 gibt 14 und da drüben 3 mal 5 sind 15, sind auch nicht viel mehr Spiele. Ja. Scharf kalkuliert, mein lieber Ricardo. So, mit dem Winkel auf der 4 kann sicher sein, dass er da runterkommt, aber wo genau da unten spielt schon eine große Rolle bei der Nähe von der 5 zu den anderen Kugeln da. Und da ist sie ganz und gar nicht dahin gekommen, wo er sie haben wollte. Aber er hat ein Safe gespielt, wenn es auch zu und sich selbst war. Eine kleine Unmutsäußerung. Ist nicht mehr mit Lächeln. Nee. Aber ich denke, er ist ja auch nicht schlecht. Er kann da ein Resave vielleicht sogar spielen. Aber natürlich, wenn man sich dann so ärgert, ist man auch ein bisschen schneller auch am Tisch und guckt sich das meist nicht ganz so genau an. Und spielt auch nicht ganz so genau. Und manchmal auch ein bisschen fester. Und dann kann schon Fehler passieren, aber ich denke, er wird das gut machen, oder? Hm. War der auch korrekt? Hat er die 5 zuerst getroffen? Ja! Krasser Ballverlauf hier. Hm.
manche würden jetzt auf die Kombi setzen, aber ich denke, er versucht das eher auszuschießen. Er kann sowas auch, oder? Die geht noch an der 9 vorbei, ja? Das wird er wohl versuchen, klar. Könnte auch safe spielen, aber fast genauso schwer. Er überlegt aber noch. Er spielt das safe. Bei The Magician kann man vielleicht auf den Kombi hoffen. Über zwei Vorbanden, lange Bande, kurze Bande. Vielleicht. Nee, er guckt schon nach der 7. So ein bisschen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von jemandem, der sonst ab und zu mit mir kommentiert hat. Das war Sebastian Wanske aus Bayern. Und in Bayern trinkt man immer gern Weißbier, ne? Mhm. Und ich habe ab und zu Prosecco beim Kommentieren getrunken. Toller Ball hier. Wahnsinn. Und da haben wir das die Prosecco-Weißbier-Connection genannt. Und jetzt fragt er, was ist daraus geworden? Die Prosecco-Capri-Sonne-Connection. Trinkst du Capri-Sonne? Ja. Doch. Habe ich auch getrunken, wie ich ganz klein war. Oh! Das war Lucky, oder? Die wollte eigentlich auf die Mitte spielen. Auf die andere Mitte. Da lacht Efren. Ja, zumindest hat er Spaß, wie er hier ist. Ne? Mhm. Dann kommt er auch vielleicht öfter wieder. Hoffentlich. Ich bin hier, wenn er kommt. Das müsste das Spiel für Tobi sein. Acht zu sieben. Sehen wir 2 aus? Oder kommt F schon dran und schießt aus? Oder was passiert? Wir bleiben gespannt. Und noch einer fragt hier, mit schönen Grüßen an Harry Peratone, fragt, wer ist denn der Junge bei dir in der Kommentatorenbox? Und, wie ich am Anfang gesagt habe, Ricardo. Möchtest du dich nochmal komplett vorstellen? Ja, okay, ich bin der Ricardo, bin 10 Jahre alt, spiele Billard und Fußball, ja. Und freue mich, hier dabei zu sein. Weil du wohnst auch hier gleich in der Nähe, gell? Ja. Wunderbar. Von beiden Elternteilen sind es maximal 10 Minuten, wenn viel Verkehr ist. Super. Oh, da sieht er die 2 und da sieht er sie wieder. Gucke mal. Er war eigentlich schon versteckt. Und Efren lacht. Er macht nichts anderes als lachen. Ja. Oh, Toni Drago am Nachbartisch. 2-0 hinten, kann das sein? Ah, er spielt gegen Evangelos Fettas. Auch ein sehr guter Spieler aus Griechenland. Schießt er die Partie aus? Die 3 geht eng an der 4 vorbei, aber die Stellung ist schwer. Er wird sie aber ziehen, dass sie in die Mitteltasche geht, würde ich sagen, oder? Das hast du richtig erkannt. Ein bisschen zu weit gezogen, dann geht sie ja auch noch in die andere Ecktasche. Ja. Und jetzt noch Stellung 4-5, aber sonst müsste er das eigentlich ausmachen. Du meinst, wir stehen kurz davor, ein Hill-Hill-Match zu bekommen? Das wäre auf jeden Fall cool. Allerdings wäre Efren beim Hill-Hill-Match dann im Nachteil, da Tobi breaken darf. Genau. Aber da der Break auch bei Profis aktuell selten mehr. Und er droht auch schon an, dass er gleich wieder zurückkommt. Bis dahin ist sie aber schon leer. Bis dahin ist sie aber schon leer.
So, was ist da passiert? Wir haben wieder, das Publikum lacht und wir haben nicht mitbekommen, warum. Verstellt? Ja, verstellt. Er hat sich hinter die Neunen gestellt. Da sehen wir auch den Francesco Bustamante, auch genannt Django. Django, genau. Lange die Bundesliga bereichert mit seinen spektakulären Stößen. Hat er versucht, die zu lochen und für Efren eigentlich relativ okay liegen. So, sie ist noch liegen geblieben, aber trotzdem gut machbar. Hier wieder der Talker am Start, der Bustamante, der talkt ja viel. Aber nicht ganz so viel wie Özcan, der ist sehr schlimmer da. Er hat ja schon mit Shane van Boning gespielt und Shane van Boning hat ja so Hörgeräte und wenn er die ausschaltet, dann hört er gar nichts mehr. Und einmal hat er mit Earl Strickland gespielt und der Earl hat den die ganze Zeit zugetextet. Dann hat er einfach seine Hörgeräte ausgemacht und hat dann immer nur genickt und oder yes, of course, oder so gesagt. Und ja, Ich hab deinen Hund getötet, ist das gut? Yes, of course, auf jeden Fall. Yes, of course. Das wäre ein bisschen blöd, wenn er da yes, of course sagt. Weil er nicht versteht, was der Earl sagt. So, die letzten drei Kugeln für Efren, wenn er sie dann auch dahin befördert, wo sie hingehören. Jetzt sollte die Stellung auch für ihn kein Problem sein, außer er macht wieder einen spektakulären Stoß. Aber ich glaube, er wird jetzt sicher ausschießen, die Partie. Und das könnte es auch schon gewesen sein. Das wird es. Und damit gewinnt Efren Reyes gegen Tobias Heuss in einem spektakulären Match. Ja, auf jeden Fall.